BMW 316 Kompakt, 2001 Baujahr, Benziner, Euro 4, Kilometer 200.000 Kilometer, TÜV bis diese Jahre 2020 August oder September, ganz genau muss ich schauen. Bekannte Mängel dieser Fahrzeug. Zentral funktioniert, aber das ist Fernbedienung, das funktioniert nicht mit dem Schlüssel. Muss mal aufmachen. Und noch welche Mängel? Diese Beifahrerseite Spiegel, nur Spiegel hat Rest. Spiegel. Und dieser Fahrzeug, hier gibt es ein bisschen Kratze. Winterreifen, M&S Reifen ist neue Reifen drauf. Zylinderkopfdichtung getauscht. Zylinderkopf bisschen früher war verliert Öl, aber jetzt neue Dichtung eingebaut. Jetzt nicht mehr. Verliert kein Öl, kein Wasser. Motor, Getriebe, Bremse, alles in Ordnung. Keine Probleme, fährt einwandfrei. Kein Rost, dieser Fahrzeug. Nur kleine Kratze, so Parkkratze und so. Diese zwei Stück Kratze, eins und zwei noch. Das ist goldfarben. Vorne hier auch eine kleine Schaden. Das ist hier. Diese kleine Deckel ist fällt. Und was kann ich noch sagen? Ich mache dann kurz Motor an. Dieser Fahrzeug mit dem Klimaanlage, CD-Spieler und mit dem AUX auch. Und Fünfgang, elektrische Fenster, beide funktioniert. Klima auch funktioniert, elektrische Spiegel. Ich mache kurz Motor an. Nur Airbag-Lampe läutet. Airbag. Sonst keine Mängel oder Schaden. Motor, Getriebe und Bremse alles okay. Kommt keine Geräusche. Trankgelenk, Kurlenken, Radlage, Radlauf, alles okay. Auch kommt keine Geräusch. Und Heizung auch funktioniert ganz normale. Sitzt auch alles okay. Das ist 5 Personen für. Ich mache den Motorhaube an. Auf jetzt. Das Auto jetzt gerade abgemeldet, kommt keine Öl auf dem Boden, verliert keine Öl. Motor läuft ganz ruhig. Ich mache dann kurz Ölwanne auf. Das ist ganz sauber. Und Wasserbehälter. Ich
mache das auch. Das ist auch sauber. Das ist kein Öl.